Hallo zusammen, Aizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare. Da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, eine überwältigende Aussicht anzunehmen bei Ferris der Gewiefte in der Weißkrone, in dieser Position. Vorquest war die unheilvolle Festung. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Das Video sollte euch aber auch in VOTLK Classic helfen. Quest ist angenommen, nun dürfen wir hier dieses Auge der Herrschaft benutzen, Sprechblase anklicken und jetzt steuern wir diesen geschmeidigen Bischof. Also wir sind einen. Mit der Fähigkeit auf der 1 können wir uns ziemlich schnell fortbewegen und wir können sie auch im freien Fall benutzen. Also kann man ein bisschen flott unterwegs sein. Und was wir bei dieser Quest hauptsächlich brauchen als Fähigkeit, ist die Fähigkeit auf der 3, Heben. Ich zeige euch wo und wie und bei welchen Mobs und wie man zu diesen Mobs kommt. So, jetzt dürfen wir hier ein bisschen nach oben hüpfen. Ich ziele nicht hier auf die Schräge, weil dann rutsche ich nach unten. Ich ziele auf diese Schräge, da rutsche ich auch nach unten. So machen wir das. Besser. Dann hier oben hin gegen die Wand. Dann hier hin. Und jetzt hüpfe ich gegen diese Wand. Das sollte ich nach unten rutschen, aber ich glaube, ich habe da einen festen Halt. So. Das Ganze sieht doch sehr gut aus. Nun gegen diese Wand. Dann geht es hier weiter nach oben. Hier, wo wir sind, sollten normalerweise auch die gesuchten Mobs sein, die sind aber anscheinend gerade tot. Deshalb hüpfe ich weiter hoch und hier. Nennt sich Eishautwachposten. Hinlaufen, anklicken, Fähigkeit auf der 3 benutzen. Das Ganze müssen wir 12 Mal machen, beziehungsweise bei mir hat es jetzt 2 Mal gezählt. Keine Ahnung wieso, vielleicht ist es auch ein Bug in VOTLK Retail, der hier auch. Sehr seltsam. Könnt ihr gerne in die Kommentare posten, ob ihr denn diesen Bug auch hattet. Zählt nochmal doppelt. Finde ich gut. Der auch? Ich weiß nicht wieso, eventuell weil es die Mobs ganz oben sind. Ich hüpfe mal danach unten. Ob der einmal zählt. Na, der zählt auch doppelt. Ich kann es leider nicht ändern. Ihr müsst vermutlich doppelt so viele Mobs heben, als ich. Ja, fertig. Ihr seht, da hinten sind welche nachgespawnt. Und wenn ihr die Plattform nicht seht, wo ihr hinhüpft, dann hüpft einfach gegen die Wand. Dann landet ihr auf der gewünschten Plattform. Das Ganze erfordert ein bisschen Übung, sollte aber machbar sein. Wenn die Quest bereit zur Abgabe ist, müsst ihr nicht zurücklaufen, sondern einfach den Knopf verlassen drücken und schon seid ihr beim Abgabe-NPC. Quest ist abzugeben bei Ferris der Gewiefte in der Weißkrone an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen, falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr da auch vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!